Dass er mir gesagt hat, dass er Krebs hat, das hat mich einfach umgehauen. Ich bin dann jede Nacht aufgewacht, zu ihm rüber ins Schlafzimmer gegangen, habe mich neben ihn ins Bett gelegt und habe ihn angeguckt und habe einfach nur gehofft, dass er nicht aufhört zu atmen. Für alle anderen ist es nur diese eine große Party. Ja. Und für mich ist es der allerletzte Tanz, als wenn es meine Seele zerreißt, als wenn ein Stück von mir mit weggeht, als wenn es sofort mit gestorben wäre. Ihr Vater ist der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Als er an Krebs stirbt, ist Aline Schreiber mit 21 Jahren ganz auf sich allein gestellt. Statt zu trauern, stürzt sie sich in den Job und macht Karriere, bis sie letztendlich mit Burnout und Depressionen in der Klinik landet. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Aline. Hi. Du bist bei deinem Vater aufgewachsen, hattest eine ganz besondere Beziehung zu ihm. Wer war denn dein Vater für dich? Mein Vater war immer mein Beschützer und was ich auch mal denke, wie der Rahmen, der um mein Leben gespannt war. Also ich konnte alles machen und ich hatte viele Freiheiten, aber ich hatte immer jemanden, der mir eine Richtung gegeben hat und den ich auch immer fragen konnte und der für mich ansprechbar war und ständig mit mir kommuniziert hat und mich gesehen hat. Wunderschön. Dann gab es ja einen Bruch in dieser Beziehung. Dein Vater hat dir erzählt, dass er Krebs hat. Ja. Wie war das? Also man muss wirklich sich vorstellen, ich war 15 und dann bist du auf einmal sofort erwachsen. Du stehst da und diese ganze Unbeschwertheit, die du noch hattest, ist auf einmal weg. Und du musst versuchen, irgendwie mit diesem großen unbekannten Krebs, was du ja auch nicht fassen kannst, und du siehst deinen Vater mit 45, schwarze Haare, Obermuskelarme und halt durchtrainiert und am Strahlen und in deinem Zuhause und dass wir ja auch so lange gekämpft hatten. Wir sind ja wirklich 6-mal umgezogen, bis wir ein Zuhause überhaupt gefunden hatten. Und dass er dann mir gesagt hat, dass er Krebs hat, das hat mich einfach umgehauen. Und ich glaube, es war danach nie wieder so wie vorher. Diese Unbeschwertheit, das war weg. Wie war die Situation, als er dir das erzählt hat? Ja, er ist hinter mir die Treppe hochgekommen und ich glaube, dann wollte er es mir auch einfach, er musste es mir sagen, weil 3 Tage später dann eine OP war. Und er hat zu mir nur gesagt, Aline, du darfst das niemandem sagen. Und da habe ich gesagt, was? Weil ich wollte ja sofort das meinen Freunden erzählen. Hat er gesagt, Aline, wenn du das jemandem sagst, dann bekomme ich nie wieder Arbeit. Wenn die Leute wissen, dass ich Krebs habe, dann kriege ich keinen Auftrag mehr. Der war Maler. Und da habe ich gesagt, aber das kann ich mir nicht, soll ich da wirklich drüber schweigen? Und hat er gesagt, ach mein Schatz, du weißt nicht, wie die Welt ist. Aber du darfst es niemandem sagen. Und dann haben wir das noch 2 Jahre niemandem gesagt. Und in den 2 Jahren war es dann tatsächlich so, er war selbstständig und hatte auf unserem Haus auch eine Hypothek. Und er hat dann einmal noch alle Aufträge verschieben können. Und die Bauherren haben das eingesehen und haben gesagt, natürlich, wenn sie operiert werden müssen, machen wir das. Aber nicht noch ein zweites Mal. Beim zweiten Mal haben sie die Aufträge dann jemand anders gegeben. Wirklich große Aufträge, wo er wirklich über 7 Jahre dann den Kontakt aufgebaut hatte, bis er überhaupt diese Aufträge bekommen hat, wo er viel Akquise gemacht hat. Und dann sind diese ganz großen Aufträge weggefallen. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, ich glaube, wir müssen wieder umziehen. Da habe ich gesagt, was, ich soll mein Zuhause verlieren? Und dann waren wir bei der Bank und haben die dann gesagt, naja, sie können bleiben, bis er gestorben ist. Als Kulanz, weil wir konnten die Hypothek nicht mehr bezahlen. Nochmal zu dir, du musstest 2 Jahre das als Geheimnis hüten. Ja. Wie war das? Wie war euer Leben in dieser Zeit? Tja, wir haben erstmal gelacht und haben gesagt, der blöde Krebs. Also da haben wir erstmal versucht, auch die Normalität zu halten natürlich. Aber es kamen dann immer mehr OPs. Bei den ersten ist mein Vater dann wirklich noch aufgestanden und hat danach den Alltag wieder angepackt. Aber dann mal so nach der ersten und zweiten Chemotherapie kam dann, mein Vater hat auf einmal einen Luftröhrenschnitt bekommen zum Beispiel. Und er konnte nicht mehr essen. Und dann musste ich zur Apotheke gehen zum Beispiel und diese Pflaster kaufen, um diesen Luftröhrenschnitt da drum. Das war dann alles so, ich musste es auf einmal alles lernen, wie das geht. Und dann war das so, wir hatten ja kein Geld mehr und dann konnte ich mir diese Pflaster nicht leisten, diese Zuzahlung. Oder von der Astronautennahrung konnte ich mir die Zuzahlung auch nicht leisten. Ich habe dann ständig geguckt, wie ich das hinbekomme, wie ich selber, ich habe dann auch angefangen im Biergarten zu arbeiten, hast so einen 450-Euro-Job. Und das habe ich dann jeden Monat dazugegeben, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und mein Vater hat dann immer so, wenn er gesund war, solche Gelegenheitsjobs angenommen. Aber wenn du die ganze Zeit schon weißt, dass die Bank nur wartet, bis du tot bist, dass du raus kannst, dann weißt du schon, du verlierst dein Zuhause. Und ich wusste ja von Anfang an, ich verliere ihn und mein Zuhause. Und
ich weiß nicht, wie man da noch Normalität leben soll, wenn man die ganze Zeit einfach Angst hat. Ich habe ja auch fast gar nicht mehr geschlafen. Ich bin dann jede Nacht aufgewacht, zu ihm rüber ins Schlafzimmer gegangen, habe mich neben ihn ins Bett gelegt und habe ihn angeguckt und habe einfach nur gehofft, dass er nicht aufhört zu atmen. Aber ich habe auch keine Geschwister und auch keine Großeltern in der Nähe gehabt. Das lag alles auf uns. Wir konnten uns auch nichts leihen von jemandem. Und man kann auch in so einer schweren Situation, wie soll einem jemand da helfen? Also das war so eine schwere Situation zu wissen, du verlierst dein Zuhause, du verlierst deinen Vater, du weißt bloß noch nicht wann. Was ging da in dir vor? Ich glaube, auf der einen Seite wollte ich unbedingt gerne Teenager sein. Vielleicht habe ich auch manchmal versucht zu rebellieren. Aber ich glaube, was noch stärker war, ist, dass ich versucht habe, strenger noch zu mir zu sein, noch bessere Noten zu schreiben und die Dinge, die ich als Aufgabe übertragen bekomme, mich ums Haus kümmern, vielleicht sauber machen, einkaufen gehen für ihn, Sachen ins Krankenhaus fahren. Ich bin dann auf einmal super erwachsen geworden. Ich habe dann auf einmal nur noch To-Do-Listen gehabt und was ich erledigen soll und ich gehe mit dem Hund raus. Und da war dann fast gar keine Freizeit mehr. Das war nur noch voll und ja, das ist kein normaler Alltag mehr, das ist verrückt. Deinem Vater, du hast es erwähnt, ging es danach eher schlechter. Ihr wolltet aber noch ein besonderes Erlebnis gemeinsam verbringen. Kannst du uns davon erzählen? Ja, also ich habe zwischendrin mal gedacht, ich schmeiße die Schule, damit ich mehr Zeit mit ihm habe. Und das wollte er nicht. Er wollte immer, dass ich lerne und dass ich eine Chance im Leben habe, weil er ja festgestellt hat, dass man sehr wenige Chancen im Leben hat. Und dass man seine Chancen ergreifen muss, wenn sie vor einem sind. Und ja, der Abiturball kam und ich hatte dann mein Abi in der Tasche. Und wir waren dann natürlich mega stolz drauf. Und es war aber so, wie es manchmal so ist, dass das Krankenhaus eine OP angesetzt hatte. Und die OP sollte an dem Tag stattfinden, wo mein Abiturball war. Mhm. Und dann ist mein Vater da hingegangen. Und ich habe meinen Vater noch nie um was bitten oder betteln hören und hat zu dem Oberarzt gesagt, können Sie bitte nur dieses eine Mal diese OP verschieben, weil ich will noch diesen letzten Tanz mit meiner Tochter tanzen. Und es ist dann auch passiert und dann sind wir da hingegangen. Er hat sich seinen schönsten Anzug angezogen und die Krawatte in gleichen Farbe von meinem Kleid. Und ich glaube, das war so ein würdevoller Abend für uns, weil wir da auch nicht Tochter mit Krebsvater waren, sondern wir waren einfach Vater mit Tochter, die 13 Jahre Schule geschafft hat und wir haben dann getanzt und ich habe nochmal so richtig alles eingesogen, so wie er halt so gerochen hat, ne? So mit dieser Bodylotion, die er immer genommen hat und diesem Rasierwasser, was er immer benutzt hat. Und ich habe damals gedacht schon, für alle anderen ist es nur diese eine große Party. Ja. Und für mich ist es der allerletzte Tanz und wenn ich mal heirate, dann ist er nie dabei. Ich bin innerlich zerbrochen und nach außen sah ich aus wie so eine fröhliche Abiturientin im Kleid. Aber ich bin innerlich kaputt gegangen. Und trotzdem haben wir dann den ganzen Abend getanzt. Wir haben uns der Trauer nicht hingegeben und mein Vater hat gesagt, wir verschieben die Tränen auf morgen, weil wir müssen jetzt tanzen. Ja. Ach, schön. Sehr bewegend. Danach ist dein Vater ins Hospiz gekommen, dann auch gestorben. Wie ging es danach weiter? Die Bank ist tatsächlich 2 Wochen, nachdem er gestorben war, haben sie den Schlüssel von mir geholt. Und ich bin gegangen mit 2 Koffern. Ich habe mein Kinderzimmer zurückgelassen mit allem, was ich hatte. Sein ganzes Schlafzimmer war voller seiner Sachen, als wäre er gerade erst gegangen. Auch in der Küche oder auch in der Garage. Diese ganzen Sachen, die du als Kind sammelst, dein Fahrrad, nicht mal das habe ich mitgenommen. Weil ich einfach sofort gehen musste. Und ich hatte nur diese kleine Wohnung. Wo hätte ich die ganzen Sachen lagern sollen? Und da hatte ich vorher mit meinem Vater drüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, lass es einfach zurück, lass es los. Lass los und geh weiter. Aber das war schwer. Das glaube ich. Du warst dann 21, richtig? Ja. Wie ging es dann weiter? Oder was ging da auch überhaupt in dir vor? Ich meine, du stehst jetzt da mit deiner Wohnung. Also heute weiß ich, dass Gott mich damals versorgt hat, aber damals wusste ich es nicht. Aber ich bin in eine Talentförderung gekommen von einem DAX-Unternehmen und die haben tatsächlich mein Studium bezahlt. Es war eine private Hochschule für Betriebswirtschaft und das war meine Rettung. Also ich hatte dann sofort erstmal wieder ein Ziel, dieses Studium,
Ich habe immer nur gedacht, wenn ich den Abschluss habe, bin ich Betriebswirtin, dann habe ich einen Job und dann habe ich eine Sicherheit. Und ich habe natürlich immer versucht, dass ich mich gut versorge, dass ich versuche immer zu schaffen und ja. Hast du dir Zeit genommen, um zu trauern? Nee. Also erstmal glaube ich, hätte ich es nicht gekonnt, weil ich total schockiert war. Dem Moment, wo er gestorben ist, da bin ich, im Hospiz war das, da bin ich in ein Nebenzimmer gerannt und habe geschrien. Weil dieser, als wenn es meine Seele zerreißt, als wenn ein Stück von mir mit weggeht, als wenn es sofort mit gestorben wäre. Es hat so meine Seele zerrissen, ich musste so laut schreien, sonst hätte ich es nicht ausgehalten. Wie ging es dann für dich weiter? Ja, ich habe mich dann erstmal nur in die Studium gestürzt und wo ich das beendet hatte, bin ich nach Frankfurt gezogen. Da habe ich dann einen Job bekommen und ich habe wirklich damals irgendwie so gedacht, fast wie bei Sex in the City, ich komme so nach Frankfurt mit den Wolkenkratzern in meinem Anzug und habe da jetzt einen Job. Und ich wurde dann da auch wirklich gleich mit vielen Aufgaben betraut und habe dann neues Selbstvertrauen erstmal bekommen, dass ich erstmal dachte, oh, ich kann hier auch Aufgaben schaffen. Und ich hatte auch gemerkt, dass in dieser Krise mit meinem Vater ich aber auch an Stärke dazu gewonnen hatte, weil ich wusste auf einmal, ich kann mich auf mich verlassen. Wenn mir jemand eine Aufgabe überträgt, ich kann das machen. Ich kann mit meinen Finanzen klar und ich kann mich durch die schwerste Situation meines Lebens irgendwie daraus entwickeln und kann das gut machen. Also hatte ich schon Vertrauen da rein, als ich nach Frankfurt gegangen bin und auch als ich mich dann da eingearbeitet habe. Und wo ich dann 25 war, habe ich tatsächlich auch mein erstes eigenes Team bekommen. Hatte dann 30 Mitarbeiter und war Bereichsleiterin dann für Software-Lizenzmanagement. Also richtig Karriere gemacht. Ja. Äußerlich sehr eindrucksvoll. Wie hast du dich denn innerlich gefühlt? Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen beides. Also auf der einen Seite war ich schon mal dann, ja, habe ich gut gemacht. Es läuft schon ganz gut. Aber innerlich, erstmal musste ich wirklich sagen, dass ich ja wirklich bis dahin 10 Jahre nicht geschlafen hatte. Also ich hatte ständigen Schlafmangel. Ich konnte ständig auch nicht mehr einschlafen und nicht mehr. Und was mir passiert ist, ich hatte ja diese Trauer auch nicht vor mir hochgelassen, war, dass diese Szenen auch, die meinem Vater passiert waren, immer wieder in meinem Kopf hochkamen. Also immer, wenn ich die Augen geschlossen habe und ich habe mich ins Bett gelegt, kam immer wieder, er hat die Luft angehalten. Und das sind für mich waren das Momente, die ich nicht verarbeiten konnte. Oder eben wie dieses Zuhause verlieren. Ich muss tatsächlich da jetzt weggehen. Und das war manchmal was verrückt, weil ich war ja dann schon weiter. Und ich hatte ja schon eine Aufgabe. Und ich habe ja viele Geschäftsreisen gehabt. Aber innerlich war ich ja noch dieses Kind. Und immer wieder kamen diese Momente, mit denen ich nicht umgehen konnte. Das habe ich weggepresst, bis es irgendwann eigentlich nicht mehr ging. Und ich habe auch in Budapest gearbeitet und ich saß in Budapest neben den Kollegen. Und es fing wirklich an, ich habe geweint, aber ich konnte gar nicht aufhören. Und es war auch nicht so, dass ich das gesteuert habe, sondern es lief einfach nur das Wasser. Und ich habe dann immer gesagt, weil es ist ja ein bisschen unangenehm, wenn man da so sitzt und ach, ich habe eine Allergie. Und dann ging das monatelang, dass es einfach, dass ich geweint habe. Ich bin ins Meeting gegangen, wieder raus auf die Toilette und habe nur geweint. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich gar nicht mehr sagen, warum. Ich war einfach traurig, dauertraurig. Und Dauer auch nicht geschlafen, habe ich es richtig verstanden? Also ich habe dann ganz am Schluss von dem Job irgendwie 7 Nächte nicht geschlafen. Und dann, ich glaube, und das war vorher nicht da, jetzt war ja mein Mann mit mir zusammen und der hat dann eingegriffen. Der hat dann gesagt, also das habe ich mir jetzt wirklich alles lange mal genug angeguckt. Du gehst jetzt ins Krankenhaus und egal, was das bei dir ist, aber du lässt das behandeln. Und auch mit dieser Weinerei und mit diesem ständigen alles unterdrücken, weil ich wollte auch über viele Dinge nicht reden. Wenn er das angesprochen hat, dann habe ich immer gesagt, das machen wir mal irgendwann anders, weil es ging ja jahrelang so. Es ging ja jahrelang so, dass ich immer auf andere gelenkt habe, aber von mir abgelenkt habe. Es wusste auch in der Firma niemand was über mein Privatleben. Also das war total. So, und wenn er dann angefangen hat und wir kannten uns auch noch nicht so lange und wenn er, dann habe ich wirklich manchmal sehr aggressiv sogar reagiert und habe das gesagt, das geht dich schon mal jetzt hier nichts an, was ich eigentlich gar nicht wollte. Eigentlich wollte ich Liebe, aber ich konnte das nicht. Und dann hat er gesagt, du gehst jetzt ins Krankenhaus und ich denke mal, dadurch, dass er dann ziemlich radikal da war und es auch nicht mehr anders ging, weil ich auch nicht mehr geschlafen habe, also ich musste tatsächlich dann auch Medikamente bekommen. Aber du wärst gar nicht von alleine gegangen? Nee. Ich hätte wahrscheinlich da
Ich hätte mich wahrscheinlich irgendwann, hätte ich mich auch ans Krankenhaus wenden müssen. Ja. Aber was ist denn in dir vorgegangen, dass du das nicht wolltest? Was hast du denn gedacht? Oder was hat dich so angetrieben? Irgendwann habe ich mal gedacht, vielleicht, wenn ich das zulasse, dann kann ich diesen Schmerz, der dann hochkommt, was ich tatsächlich alles verloren habe, einfach nicht verkraften. Hm. Ich habe ja schon manchmal gemerkt, dass dieser Schmerz kommt. Wenn du das aber an dich ranlässt, ja, wie sollst du das ertragen? Und ich habe immer gedacht, dass ich wirklich voll zusammenbreche, wenn ich das mal richtig hochlasse und dass ich auch nicht mehr weiß, wie ich da rauskommen soll. Weil das war schon so lange so, das fing ja schon, wo ich 15 war, fing das an. Und ich habe gedacht, das kann doch nie einer heilen. Das kann nicht geheilt werden. Das ist gar nicht machbar. Und dann kam ich ja in die Klinik und dort war es dann erstmal so, dass sie zu meinem Mann gesagt haben, ihre Frau hat zu viele Tabs offen. Wäre sie ein Computer? Mhm. Sie hat zu viele Tabs offen. Mhm. Ne? Sie macht das. Ne? Sie brauchen Reset. Wir müssen jetzt mal runterfahren. Und dann war ich 3 Monate da und konnte da ja auch nichts machen. Man hat auch kein Handy und nichts. Und dann haben sie halt gesagt, naja, sie haben ja sowas wie Depression oder auch eine posttraumatische Belastungsstörung. Sie müssen an ihrem Trauma, sie müssen daran arbeiten. Sie können es nicht wegpressen. Sie machen sich kaputt. Mhm. Ne? Irgendwann sind sie so müde, dass sie im Auto sitzen und eine Geschäftsreise machen und sie fahren gegen die Leitplanke oder so. Also wir können sie nicht herauslassen, bevor sie nicht gesünder sind. Und das war für mich so, dass ich dachte, jetzt ist alles aus. Ich hätte nicht gedacht, dass ich danach noch mal ein schönes Leben habe. Mhm. Ich habe auch da gesessen und meine eigene Hochzeit verpasst. Mhm. Wir wollten eigentlich heiraten in der Zeit. Und dann kam mein Mann in die Klinik und ich habe das schon gar nicht mehr richtig mitgekriegt und hat gesagt, weißt du, das sollte unsere Hochzeit gewesen sein. Der hat alles abgesagt. Mhm. Alles, du weißt ja, wie lange man sowas plant. Na ja, klar. Und da hat er auch geweint. Und als ich ihn dann gesehen habe, habe ich irgendwie so gedacht, naja, vielleicht lohnt es sich doch zu kämpfen. Für uns. Na? Du warst lange Zeit in der Klinik, hast da viele Erkenntnisse über dich und auch deine Situation bekommen. Wie sah denn das aus, als du aus der Klinik rausgekommen bist? Ja, da habe ich natürlich dann keinen Plan mehr gehabt und ich konnte auch nichts machen. Na, mein Mann hat auch gesagt, egal was du dir aussuchst, du machst jetzt nichts. Du kannst dich mit nichts ablenken, weil die mir klar gemacht haben in der Therapie, dass ich meinen Wert über meine Produktivität ausdrücke, dass ich quasi sage, wenn ich noch ein Zertifikat habe und noch einen Englischkurs gemacht habe und das noch, dann bin ich gut. Mhm. Und die haben gesagt, ich muss halt lernen, dass ich einen Wert habe. Mhm. Und das fand ich habe alleine einen Wert. Bis jetzt hatte ich ja immer nur gelernt, je mehr ich mache, desto zu mehr komme ich. Mhm. Und dass ich schon einen Wert habe, weil ich einfach nur da bin, das konnte ich nicht verstehen. Und die erste Nacht, wo ich zu Hause war, habe ich richtig mein Mann hat schon geschlafen und ich habe geheult. Und dann ist er zur Arbeit gegangen und ich habe dann morgens auf dem Teppich gelegen und habe gebetet. Mhm. Und in meiner Familie war ja noch nie jemand getauft oder hat an Gott geglaubt. Aber ich hatte das Gefühl, mir ist es ein Bedürfnis, das zu tun. Okay. Also wirklich mich so vorne überzubeugen und so hinzulegen und zu sprechen. Okay. Und ich habe dann immer nur gesagt, nimm doch einfach meinen Schmerz. Weil das war es ja, was ich die Jahre nicht konnte, den Schmerz irgendwo hingeben oder mit jemandem reden über den Schmerz. Und da habe ich nur gesagt, bitte, egal was ich machen soll, ich mach's. Aber bitte nimm mir diesen Schmerz, bitte, ich mache alles. Und dann hatte ich das Gefühl, da einer redet mit mir. Also ich hatte das Gefühl, als wenn ich so ein richtig personales Gegenüber habe, so, wo ganz viel, sagen wir mal, Wärme oder Verständnis war auf einmal. Und wer war dieses Gegenüber für dich? Ja, also für mich war das Gott. Für mich war das wie ein Vater. Wie ein Vater. Das Gefühl habe ich heute immer noch, dass er für mich wie ein Vater ist. Aber damals hatte ich das Gefühl, dass er mir auch so richtige, echte Vaterliebe, so ähnlich wie ich von meinem Vater bekommen hatte, auch gibt. In dem Moment, als du dich da hingelegt hast und das abgegeben hast? Oder? Und das war ja dann eine Zeit der Stille. Und ich hatte vorher ja noch nie Stille. Und dann ist es ja auch so gekommen, dass ich im Gottesdienst gelandet bin. Und
Ich habe da nur diesen einen Vers gehört. Ich habe nichts verstanden in dem Gottesdienst, weil das war mir alles so neu. Aber ich habe diesen einen Vers gehört über Samuel, der dreimal Gott hört. Aber er versteht es nicht, dass es Gott ist. Er denkt immer, es wäre jemand anders, bis er es versteht. Und dann sagt er, Gott, ich werde dir dienen. Und dann habe ich so gedacht, bestimmt hat Gott mich schon ganz oft gerufen. Und im Nachhinein hat er mich vielleicht schon versorgt. Aber ich habe einfach nicht geantwortet. Ich war einfach nicht zu Hause, wo er gekommen ist. Ich war ja ständig woanders. Ne? Als wenn ich in mir drin für Gott keinen Raum gehabt hätte. Also das war verrückt, weil ich gedacht habe, wenn ich aufhöre und aus der Klinik komme und aufhöre zu arbeiten und keinen Plan habe, dann breche ich zusammen und dann geht es mir richtig schlecht. Aber ich habe das Gefühl, da war Licht und das hat mich aufgefangen. Du hast diese Wärme empfangen, diese Vaterliebe. Wie ging es da weiter? Bist du dem nachgegangen? Ja, also ich bin dann öfter in den Gottesdienst gegangen. Und wie kam das? Also ich habe so einen Pfarrer getroffen, der war so eine richtig coole Socke auf einer Hochzeit, habe ich den gehört. Und der Martin. Mhm. Und ich hatte erstmal gar nicht so, ob der jetzt von der Kirche ist oder so, aber der hat eine Rede gehalten und das hat mich einfach extrem berührt. Und ich hatte in meinem Leben das Gefühl, ich hätte immer nur Smalltalk gemacht. Ja, wenn ich in der Firma jemanden treffe, guten Tag, wer sind Sie, was müssen wir heute machen, dann machen wir das und das, Smalltalk, und mir geht es ihren Kindern und immer diesen Smalltalk. Und der hat wirklich so einen Deep Talk gemacht, so einen richtig sich, weiß ich nicht, in die Situation reingefühlt. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, wenn ich nicht, könnte ich nicht mal da hingehen, bin in den ersten Gottesdienst gegangen. Und da muss ich wirklich sagen, also ich habe dann zum Beispiel gedacht, dass die Katholiken, die stehen ja immer auf. Und dann knien sie sich hin und setzen sich. Ne? Aufstehen, hinknien, sitzen. Die ganze Zeit. Und ich habe dann immer gesagt zu meinem Mann, die machen da Workout. Heute weiß ich natürlich, die gehen vor Demut auf die Knie. Ne? Und so musste ich eigentlich erstmal dann auch alles lernen. Und ich habe dann aber immer wieder diesen Pfarrer gehört. Und der hat mich dann zu Gesprächen eingeladen. Und das war mir wirklich ein Genuss, mit ihm zu sprechen, weil er der Erste war, der hat nicht auf die Uhr geguckt. In meiner Firma war das immer so, wir haben jetzt 15 Minuten Zeit, also Zeit ist Geld. Mhm. Und der war so, du kannst hier so oft herkommen, wie du willst. Mhm. Und der Fahrgarten war schön und der hat mir zugehört. Und er hat eben kein Smalltalk mit mir gemacht. Und dann habe ich ihn plötzlich gefragt, kann ich auferstehen? Und dann sagt er, wie meinst denn du das? Dann sage ich, ja, es ist jetzt Ostern und mich beschäftigt das einfach mit dieser Auferstehung. Ich meine, geht das wirklich, dass einer aufersteht? Und ich möchte auch auferstehen. Und dann sagt er, wie meinst du das? Ich sage, ja, diesen inneren Tod, den ich habe, diese innere tote Stelle, ich möchte hier neues Leben haben. Und ich möchte, und dann hat er gesagt, mit Jesus kannst du ein neues Leben beginnen. Und dann haben wir weitergesprochen. Und dann hat er zu mir gesagt damals, es ist vieles schon in dir angelegt. Du musst niemanden kennen, der auch Christ ist. Du kannst das für dich ganz alleine entscheiden. Du musst niemanden haben, der auch mit in Gottesdienst kommt. Wenn das für dich richtig ist, dann kannst du den Weg weiterverfolgen, weil Jesus ist bei dir und Gott sieht dich. Und das hat mich dann sehr, sehr bestärkt, meinen Weg weiterzugehen und weiter in die Gottesdienste und auch weiter christliche Menschen kennenzulernen. Mhm. Und ich kannte vorher keine christlichen Menschen, aber was mir geholfen hat, war, dass ich dort über den Tod reden konnte. Ich konnte in die Kirche gehen und es wird um Verstorbene, wird immer geredet. Und ich konnte Kerzen anzünden. Vorher habe ich unter der Dusche geweint, weil ich nicht wusste, wohin mit meiner Trauer. Jetzt konnte ich wirklich in die Kirche gehen. Und das war wie so ein Traueraufarbeitungsprozess. Ich bin mehrfach in die Kirche gegangen, auch tagsüber, wenn keiner da war. Dann habe ich die Kerzen angezündet und dann habe ich geweint. Dann habe ich manchmal gedacht, wie kann ich über etwas weinen, was mir vor 15 Jahren passiert ist? Aber diese Trauer und dieser Herzschmerz, was dir da passiert, der geht nie weg. Mhm. Und wenn wir dann sagen, dass wir in unserer Gesellschaft über Tode nicht reden sollen, dann ist das aus meiner Sicht Quatsch. Weil das wäre so, wenn wir sagen würden, wir sollen über Jesus nicht mehr reden, ja, weil er gestorben ist. Aber wir wissen, dass er lebt. Mhm. Und ich glaube, dass mein Papa auch lebt, sein Geist lebt. Ich glaube, dass ich ihn wiedersehe. Und ich glaube, wenn ich ihn wiedersehe im Himmel, dann ist das ein Wiedersehen ohne Abschied mehr. Dann haben wir keine Abschiede mehr. Dann sind wir für immer wieder zusammen. Und als ich das verstanden habe und für mich fest geglaubt habe,
Da konnte ich dann mein neues Leben beginnen und dann kam ja diese wundervolle Situation noch mit meiner Taufe. Ja, du bist den nächsten Schritt gegangen, du hast dich taufen lassen. Wie war dieses Erlebnis für dich? Für mich war das, ich war genauso aufgeregt wie vor meiner Hochzeit. Mhm. Weil ich habe immer gesagt zu meinem Mann, damals habe ich zu dir ja gesagt, heute sage ich zu Gott ja. Weil Gott ist ja in mir, Gott richtet mich auf, Gott zeigt mir, wo ich lang gehen soll. Gott hat mich aus diesem Loch rausgeholt. Und ich möchte genauso öffentlich zu Gott stehen, wie er ja auch zu mir steht. Wie geht's dir denn seitdem innerlich? Was erlebst du da? Ja, also ich glaube, ich habe einen großen Vorteil, weil ich ja mit meinem Vater im Himmel kommunizieren kann. Und ich rede mit ihm genauso, wie ich früher mit meinem Papa gesprochen habe. Und genauso lebendig ist auch mein Verhältnis, dass ich ein Gegenüber habe, dem ich meinen Schmerz abgeben kann. Mhm. Und man muss auch sich nichts vormachen. Mein ganzer Schmerz wird nie weg sein. Aber Jesus hilft halt mir in diesem Leid darüber hinaus, dass ich diesen Schmerz aushalten und verarbeiten kann, dass ich ihn kommunizieren kann. Und das ist für mich ein ganz großer Vorteil, weil vorher war ich in mir isoliert. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Ich wusste nicht, wo ich mit dem Schmerz hin sollte. Und jetzt kann ich den Schmerz ganz gezielt abgeben und auch die Verantwortung dafür abgeben. Ich höre daraus, dass du eine neue Freiheit erlebst, ist das richtig? Ja, oder? Das kann man schon sagen, ja. Auf jeden Fall. Diese Freiheit spüre ich dir auch ab, Aline, und ich danke dir, dass du hier warst, um uns dran teilhaben zu lassen. Vielen Dank. Wünsch auch du dir, so sein zu dürfen, wie du bist, auch einfach mal schwach zu sein. Gott möchte auch dein Vater sein. Bring doch einfach das, was dich gerade beschäftigt, mal zu ihm. Vielleicht hast du Erlebnisse, die du auch mit uns teilen möchtest. Wir freuen uns sehr auf Rückmeldungen. Wünschen dir alles Gute. Bis bald. Tschüss.